So, und damit willkommen zurück auf diesem schönen Fleckchen Erde, das voller Zerstörung aufwarten kann. Ich habe mir den Auftrag von den Robotern nochmal geholt. Ich habe noch... Nanu? Kann man das aufmachen? Hab mich nochmal mit dem Maulwurfsratten auseinandergesetzt. Schön. Hallo? Wow. Vier Fusionskerne. Und ich kann sogar noch speichern. Hi, der Witzker. So. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das hier für ein Zeichen ist. Irgendeine Gruppierung hier. So, diesmal bleibe ich ein bisschen hinter diesem Hügel. Dass, wenn ich die Rakete höre, dass ich vielleicht noch ein bisschen zurückrutschen kann. So, da läuft eine. Na, wo sind die? Ist da nicht auch einer da unten? Hinten läuft einer. Es waren auf jeden Fall vier. Mindestens vier, daran erinnere ich mich. So, gibt es da irgendwelche, die besonders nach Raketenwerfer aussehen? So, Stufe 3 aufgeladen. Der hat auf jeden Fall einen Helm auf. Der, glaube ich. Eine schwierige Entscheidung. Ich würde den hier versuchen zu kriegen. Ich gehe mal gleich hier in die Vollen. Was war das denn? Ach nee, komm. Ist der mal kurz eingebrochen? Da habe ich auch gleich wieder was gehört. Von wem kam das? Ey, da ist doch ein... Da ist doch ein Mörder, ein Selbstmörder. Hey, wehe, der kommt hierher. Ich bin ein Chamäleon. Siehst mich nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Piep, 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 piep. So ein Drecksack. Das geht ja gut los hier. Oder lebt noch? Puh. Explodiert er jetzt nachträglich noch? Ich weiß nicht genau, welcher der Raketenwerfer-Typ ist. Es war eher einer da hinten. Der da wahrscheinlich. Nee, der hat irgendwas. Irgend so ein Schlagwerkzeug hat er in der Hand. Muss ich... Oh, Entschuldigung. Muss ich nicht. So, wenn ich weiter so viel Munition verbrauche, dann wird das hier nichts. Hey, warte mal. Dich habe ich gehört.
Ach du Scheiße. Wie viel kommen denn da, ey? Ich bin ein Busch. Los, lass mich hier hoch, ich brauche ein bisschen Überblick. Das war wohl kaum der Scharmützler, oder? Der hat ja nicht mal einen Helm auf. Schuss noch. Nicht getroffen? Oh, verarsch mich nicht, ey. Ist immer noch irgendwo einer. Oder seid ihr jetzt hier wütend? Irgendwo treibt sich da noch wer herum. Raketenwerfer. Wie viel wiegt der denn? 21. Ohne Raketen hilft mir das jetzt gerade noch nichts. Die Mini-Atombombe war auch so sauschwer. 12. Schädelaugenhöhle. Toll. Ich kann den Raketenwerfer... Ich kann den noch wegwerfen. Ich habe da kein Problem mit den wegzuwerfen, ganz ehrlich nicht. Wo? Hier, habe ich nicht hier irgendwo einen erschossen? Irgendwo hier in der Ecke? Oder war das der, der da auf dem anderen drauf lag? Den hatte ich noch gesehen. Du bist doch bestimmt der Raketenwerfer. Ne, den Raketenwerfer-Mech habe ich ja gehabt. Den hatte ich ja gehabt. So, ich gehe noch mal schnell schlafen. Radioaktivität. Radioaktivität. Vielen Dank. Puh, das ist nachgeladen. Das ist nachgeladen. Das ist nachgeladen. Der hier wurde verbrannt. Hab meine geheime Zwischenbasis. Bitte. Will er mich jetzt doch angreifen? Freundchen. Will ich aber auch meinen. So, jetzt ist auch 8.22 Uhr. Das ist eine deutlich bessere Zeit, gegen Supermutanten zu kämpfen. Deutlich, deutlich besser. Lecker Kram. Kram, Kram, Kram. Raketenwerfer, aber keine Raketen. Übrigens, eine Rakete wiegt 7 Kilo oder 7 Pfund. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in was das hier
berechnet wird. Man kann auf jeden Fall nicht sonderlich viel rumschleppen. Kann ich überhaupt noch eine mitnehmen? Ja, eine würde gehen. Wo ist denn Wasseraufbereitungsanlage? Kein Gegner zu sehen. Achso, das ist ein Aufzug. Der wird wohl kaum kommen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich finde es schön, dass das Wasser nicht radioaktiv ist. Guck mal, das ist doch eine Falle hier. Ich möchte das gerne entschärfen. Ah, da. Gut. Was hätte das denn ausgelöst? Du musst doch irgendwo... Genau. Irgendeine Bombe hier drin sein. Hallo? Aluminium? Also diese Diner-Tablets, wenn die TV irgendwas Tablets. Das ist nicht schlecht mit diesem 3 Aluminium drin, weil Aluminium braucht man fast wie Klebstoff andauernd. Die haben es jetzt aber wieder wirklich, da drin. Okay. Munition. Habe ich ja gerade ein Geräusch gehört? Ein Schritt oder sowas? Vielleicht das Feuer? Ein Jagdgewehr. Wie viel Schaden macht das denn? 37. Also das mit dem Raketenwerfer, das muss ich mir jetzt schon mal abschminken. Das, dann nehme ich aber erstmal das Jagdgewehr mit. Falls die Munition knapp wird. Ach. Und ich denke die ganze Zeit, hier schreit doch jemand. Ups. Dabei war es nur Musik. Ach nö. Dabei war es nur Musik. Jetzt bin ich wieder total paranoid, ob nicht hier irgendwo doch wieder ein Stolperdraht ist. Der hat sich schlafen gelegt. Oh, hervorragend. Das sind alles sehr hilfreiche Dinge. Da speichern wir doch gleich nochmal. Aludosen. Also über... Fehlendes Aluminium kann ich mich jetzt gerade hier überhaupt nicht beklagen. Boah, ich weiß nicht, ob das was wird, ganz ehrlich. Gibt es hier vielleicht einen Seiteneingang? Supermutanten-Handschuhe. Na. Okay, Munition noch
ein bisschen was drauf bekommen. Ist eine feine Sache soweit. Okay. Ich hoffe, ich erinnere mich später daran, dass ich jetzt hier die Mine ausgerüstet habe. Dann wollen wir mal. Wird es wieder so sein, dass ich nachher mein ganzes Rumgeheule bereue, oder ist das ganz zurecht? Aber ich habe hier direkt vor der Anlage geschlafen, ne? Also, wie schlimm kann das schon werden? Ich muss keinen weiten Weg mehr laufen und nix. Hallo. Ich möchte mich eigentlich gar nicht bewegen. Jetzt schon zu viel tragen. Schrott. Was ist denn das? Ich kann das nicht sehen. Wie viel wiegt das, wenn ich das alles wegwerfe? Ziemlich wenig. Stahl habe ich aber im Allgemeinen genug. So, ich werde jetzt erstmal nichts groß weiter aufheben. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier einigermaßen überlebe, und ich werde gucken, dass ich die Wasseranlage wieder in Gang kriege. Übrigens, ich habe doch schmutziges Wasser noch, weiß ich nicht wie viel. Boah, das, also das mit dem ist ja schön und gut, aber ey, was passiert denn? Kommt keiner. Scheiß Service. Ich glaube, zwei Tassen hatte ich auch. Tassen? Ich hatte doch Kaffeetasse. Weg. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. Ich guck mir das alles nachher in Ruhe an. Jetzt geht es erstmal darum, die Gegner auszuschalten. Das wär's. So, hier ist bestimmt ein Stolperdraht, weil hier war ja überall alles Mögliche. Komme ich aufs Dach? Warum sollte ich da jetzt aufs Dach wollen? Jetzt geht's bestimmt im Keller. Nach oben? Untere Ebene. Nee, in untere Ebene. Boah, hat mich nicht getroffen. Ey, pass auf, nachher gibt's ja gar keine Supermutanten mehr. Die waren alle draußen. Ich pirsch mich hier wie so ein Super-Mongo die ganze Zeit nur rum. Hallo?
Turmsteuerung. Zehn Einheiten. So, weg sind sie. Ja, also. Bisschen das Gefühl, das wird so laufen, dass ich hier nachher noch mal herkomme. Dass ich zweimal laufe. Aber sei es, du bist okay. Es ist wirklich okay. Weil auf dem Weg hierher hatte ich ja eine Möglichkeit zu pennen. Die Tür ist bestimmt abgeschlossen. Ja, geil. Man hackt die. Und da kommt man hier so im nächsten Raum, denkt sie ja, geile Scheiße. Dafür habe ich eine Haarklamme abgebrochen. Das finde ich wieder sehr witzig. Cool. Aber ich mache es ja für die Erfahrungspunkte. Was ist das denn? Ach, das ist der Turm, ja. Der zerschossene Turm. War der nicht hier oben irgendwo? So. Kann das sein, dass hier wirklich keine weiteren... Supermutanten sind? Ach, na klar. Ist die Tür auf? Kann ich hier durchschießen? Nein. Natürlich nicht. Die hässlich. Wo ist sein Freund da unten? Noch sind's die Weichschalen, Meyerlux. Noch sind's die Weichschalen, Meyerlux. Also hier im Wasser werden ja wohl keine Sprengfallen gelegen haben. Hey, ich lasse das Wasser weiter ab und schalte die Türme wieder ein. Das war eine Idee. Das ist doch eine Idee. Das konnte man da oben machen. Kann ich den hier eigentlich... Ne, kann ich nicht. Das kann ich wohl nur machen, wenn der auf ist. Wie lasse ich das Wasser jetzt weiter ab? War ich hier hinten schon? Da geht's nur weiter runter. Also muss ich da hinten erstmal hin. Mach das auf. Kann ich die Tür eigentlich wieder verschließen, wenn ich dadurch renne? Na, da bietet sich das Ganze doch an. Jetzt bloß nicht irgendwie eingeklemmt werden bei irgendeinem blöden Meyerlurk. Tralala.
bin mir sicher, dass da welche rauskommen. Ja. Sobald ich irgendwie die Tür weiter auf... das Wasser weiter ablasse. Na komm, die beiden Stimpacks nehme ich jetzt mit. Tür zu. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Wird mein Plan funktionieren? Suboptimal. Hier hinten müsste der schießen. Hier, bei den Meyerlurks. Warum schießt das Drecksding nicht? Da unten war doch ein Turm. Die haben den noch nicht kaputt geschossen. Das kann mir doch keiner erzählen. Da schießt was. Es klappt. Dap, 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 dap. So. Das ist Musik in meinen Ohren. Kommt doch. Lauf mal dahin. Hm. Geht so, ne? Dem wird auch nicht geschossen. Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf, verdammt? Oh, was tut das? No, 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 no. Selbst schuld. Oh, selbst schuld, selbst schuld, selbst schuld. Aber ich muss ja jetzt nicht so wahnsinnig viel schleichen. Ich weiß ja so ungefähr, was auf mich zukommt. Zack. Ich hoffe, ich hatte hier die Sprengfallen alle schon entschärft. Schon ganz gut. Aber der Meyerlurk, den habe ich nicht ernst genommen. Ich gebe es zu, ich habe diesen Meyerlurk nicht ernst genommen. Es war meine Schuld. So. Oh, oh. Den hatte ich ja schon wieder vergessen.
raus. Und du da unten? So, machen wir erstmal einmal aus. Turmsteuerung. Deaktivieren bitte. Achso. Wir hauen da mal... Ja! Ach, hatte ich gar nicht ausgewählt. Wir hauen da mal eine Mine als Notfallplan hin. Für den Fall, dass wir nicht rechtzeitig wegkommen. Hey, hast du Wolf gesehen? Gott, sind die hässlich. Was macht er denn da an der Tür? Ich hätte gleich meine Pistole letztes Mal nehmen sollen. Die hat ja diesen Sonderbonus Schaden gegen Tiere und Meyerlurk scheint ja ganz deutlich ein Tier zu sein. Ist das so kürzer? Da wäre der Knopf. Ist das sicherer als da oben? Ich denke nicht. Warum schießen eigentlich die Türme? Hatte ich die nicht deaktiviert? Jetzt mal ehrlich. Kann ich das von hier auch machen? Warum schießen die Türme noch? Türme sind... Naja, sind die jetzt aktiviert? Habe ich vergessen, die zu deaktivieren? Die haben doch jetzt geschossen, bin ich. Da bin ich jetzt ganz daneben. Doch, doch, der macht... Wow. Der ist ja gerade runtergesprungen. Mir war nicht klar, dass die das können. Sollen die sich da auch noch ein bisschen mit den Kanonen rumplagen? Während ich mir hier mal kurz Sprengfalle? Während ich mal kurz hier ein paar Nadeln abbreche. Ein paar Klammern meine ich. Das wär's. So. Ja, damit. ...162. 51 Schuss noch. Der ist noch nicht rausgekommen. Der ist fast tot. Ich weiß jetzt nicht, was er gerade gemacht hat. Den mag ich überhaupt nicht. Ja.
Na? Ist er tot? Oder kann er einfach nicht mehr laufen? Hallo. Plasma-Revolver. Aha. Kann man verkaufen. Hier mal kurz zu. Nicht, dass ich da von der Seite irgendwie angegriffen werde. Jetzt müssten die Türme ja langsam auf mich schießen. So, Türme deaktivieren. Haben die Meyerlurks irgendwie die Türme kaputt gehauen? Wie soll... Alter, ich hab grad... Ich habe mich so erschrocken, aber es war meine eigene. Es war meine eigene Mine. So, Turmsteuerung mal kurz deaktivieren. Abschaltung. Jawohl. So. Ausgezeichnet. Falls ich sterben sollte, wenigstens noch Picket Fences gelesen. Ey. Wo kommt ihm jetzt plötzlich her? Der war doch eben noch nicht da. Ich finde die, schon ziemlich eklig. So. Da ist das nächste Ding. Ich muss weg. Tschüss, Leute. Passt gut auf euch auf. Also obwohl ich jetzt diesen Automatik-Pistolenschuss nicht mehr habe, ist meine Pistole bald leer. So. Attacke. Kein Feuerwehr? Bewegen tut er sich. Schießen die nicht auf mich? Nicht auf mich? Was mache ich eigentlich mit dem Meyerlöck an? Meiern? Lebensmittel? Kann ich sogar essen. Bringt mir nichts, nur Verstrahlung. Ist ja sehr, sehr toll. Weg damit. Okay. Da hinten komme ich dann wohl wieder raus.
Komm raus. Boah. Alte Drecksäcke, ey. Legendärer? Das ist ja so komisch. Nee, nee, das glaube ich nicht. Geht mal da hinten zu den Kanonen hin. Hier bin ich in Sicherheit. Nein. Ich muss weg. So. Da ist nicht mehr viel über. Da ist nicht mehr viel Munition über. Ich traue diesem Turm immer noch. Liegt hier hinten eigentlich noch irgendwo? Aber da komme ich gar nicht hin. Und ihr schießt nicht auf mich, ja? Aber auf die komischen Meyer-Lurks. Wow. Ich bin kein Meyer-Lurk. Die haben doch jetzt auf mich geschossen. Bin ich jetzt völlig Banane? Da gehe ich doch lieber wieder zu den Kanonen und lass mich totschießen. Gute Nacht, schlaf gut. Schnell weg. Geh zu. Lauf, Forrest, lauf! Komm zurück. Will er nicht. Er will es nicht. Basketball. Schrotflinte. Ja. Whoa. Also gut treffen tun sie erstmal nicht.
Das kann man erstmal so festhalten. Ne, falsche Richtung. Entschuldigung. So, dann wollen wir einmal kurz wieder abschalten. Turmsteuerung. Und deaktivieren bitte. Abschaltung. Haben wir gemacht. So. Map. So, 35 Schuss noch. Das ist eher sparsam. Aber da ist ja auch noch einer. Ich könnte natürlich jetzt rausrennen und speichern. Das wäre gar nicht so schlecht. Bitte, ich muss da jetzt durchtauchen. Komme ich denn da irgendwie wieder raus? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Tür kann ich zumachen, aber das hilft mir natürlich nichts, wenn die wenn die Tür mir nicht aktiv. Kann ich hier rüberspringen? Das, geht das? Und hier dann so raus? Nein. Warum auch? Lau Forest. Hallo. Lau Forest. Lau. So. Ich hab dich auf Video, mein Freund. Ist zu, ne? Wir wollen immer sicher gehen. Aber ich habe hier noch meine Notfallrückzugsmine. Oh. So. So, Zugriff. Aktivieren bitte. Dip, 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 dip. Zumindest kann man sich das jetzt vorstellen. Dip, 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 dip. Okay. Hallo. Irgendwas scheint da zu passieren. Irgendwas scheint da hier abzugehen. Was nehmen wir denn mal mit? Was ist da drin? Klebeband. So. Es wird Zeit, mich etwas zu entwaffnen. Das war der eine, der zweite war doch da. Na. So. Er hat Spaß. Getroffen haben sie jetzt aber nicht.
Das kann man wirklich nicht behaupten, dass die viel getroffen haben. Bums. Ab mit dir. Was ist denn jetzt hier? Was muss ich noch machen? Oh, ich kann es nicht lesen. Startet die Hauptpumpe. Das nehmen wir mal wieder mit. Was kann ich hier denn machen? Systemdiagnose. Aktiv. Schön. So, ich bin müde, ich bin durstig. Wegen Schlaflosigkeit. Ist das richtig? Geschafft. Richtig verstanden. Ach, das war die Tür, ja, ja. Die witzige Tür. So. Was? Was habe ich denn jetzt genommen? Wieso? Was habe ich denn jetzt genommen, dass ich plötzlich so viel wiege? Was ist passiert? Hier ist nix. Ach du Schande. Ja, ja. Das liegt daran, dass es mir nicht gut geht. Das ist es. Überladen. Nee. Ich lege hier ein paar Sachen aufs Klo. Ich weiß nur noch nicht was. Das wiegt schon mal 3. Das hauen wir erstmal weg. Das Klebeband, das wiegt nix. Die Kochplatte wiegt 3. Der Kristalldekanté. Die Lötlampe. Maulwurfsrattenleder. Schaltplatte. Feuerzeug, Superkleber. Ich muss ja noch irgendwas mitnehmen, damit ich Türme bauen kann. 10 Kilo noch. Wie viel wiegt denn das hier? die darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Oh Gott, da habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Okay. Erdgeschoss.
Na, kommen jetzt plötzlich irgendwoher Supermutanten? Ich könnte theoretisch aufs Dach gehen und da raus. Da hätte ich ihm, wenn da unten wieder Supermutanten so spaßigerweise auftauchen, so von wegen, was ist denn hier los? Wieso ist das Wasser wieder so eklig rein? Dass die mich nicht sofort erreichen. Es könnte natürlich sein, dass oben eine Sprengfalle ist, dann war alles für die Katz, oder dass hier oben irgendwie doch noch ein Supermutant lauert. Der war auf Klo und steht plötzlich auf und sagt, hey, meine Kollegen sind tot. Das macht mich böse. Wer war's? Und dann war ich das. Nee, sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Macht die Lampe das Geräusch? Okay, wieder wild auf der Suche nach Gegnern und Minen. Klick, klick, klick. Hier ist soweit alles gut. Was ist hier? Würde sich schon mal wegen dem Tischventilator lohnen, zurückzukommen. Das Cafeteria-Tablett brauche ich nicht. Da hacken wir doch lieber das... Ah, dann keine Gefahr. Cool. So. Keine Gefahr, dass ich mir noch einen abbreche. Einen im wahrsten Sinne des Wortes. So, Schließmuskel deaktiviert. So. Sprengfalle dran. Nein, nein, nein. Oh, nee, ne? Wegen dem Paar. Jetzt ehrlich. Was war das? 1, 2, 3, 4. Das Wasser. Hopp. Sehr geschickt daneben gesprungen. Durch. Das hier tun wir mal kurz hier weg. Die Patronen will ich gleich noch mitnehmen. Dann lege ich darüber... Wie viel waren es? 20? Ich glaube nicht, dass das das gleiche wie ich die... Nee, andersrum wollte ich das machen. Und jetzt nehme ich hiervon bitte 30. So, jetzt... So, kann noch laufen. Krieg keinen Schaden. Einmal kurz ins Bettchen. So. Hungrig. Hungrig sollten wir problemlos beheben können. Lecker Kram. Und mir fehlt Schlaf. Wenn ich mich recht entsinne, soll das ja meine neue Siedlung da hinten werden. Heißt für mich, dass ich da ein Bett bauen kann. Sprich nicht mit dem Mann mit der Schrotflinte. Und mich da ein bisschen ausruhen kann. Das wäre schon ganz gut. Pass auf, Hirsch. Ich war das hier nicht. Es war der Supermutant mit der... mit dem Molotow-Cocktail. Ist jetzt auch erstmal nur Vorsicht angezeigt und keine Gefahr. So, in dem Anwesen hier war ich ja schon, als ich das letzte Mal mit dem Raketenwerfer gestorben bin. Da könnte ich hoch auf die Brücke. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber erstmal Mission beenden. Ja, ich habe sogar ein Level-Up. Was mache ich denn damit? Kann ich gleich ja schauen. So, auf sehr White. Schön, dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman.
ich muss dir einfach was geben. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. So, jetzt bin ich nicht überladen. Okay. So. Ich werde dir auf jeden Fall jetzt gleich ein bisschen für Schutz sorgen, ein bisschen... Das ist alles schon gut. Also. Ein Bett bauen, für Schutz sorgen. Und diese Siedlung als okkupiert betrachten. Danach da hinten nochmal reingehen, Vorräte aufstocken. Und dann zurück zu Preston nach Sanctuary und gucken, wie stolz er auf uns ist. Das war's mit dieser Mission. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mich moralisch unterstützt habt und dass ihr mit mir überlebt habt. Bevor ich jetzt die Geschichte beende, habe ich heute mal aufgepasst. Tada! Bis zum nächsten Mal.